Athena, Bürger der griechischen Republik. Hallo und herzlich willkommen. 4. April, 44. Zufall. Neue Session, die ich aufnehme. Wir gucken uns ja immer durch die Nachrichten durch. Wir können starten, Gründen hervorragend. Kalabrien. Gefällt mir gut. Ein runder Start. Der Rest, der wohl Apulien haben wir bereits. Und Neapel, ja. Nee, Latium, Kampanien. Genau, es gibt gar keinen Neapelstaat. Aber die Kultur hier unten ist neapolitanisch. Und das ist ganz hervorragend für uns, denn die haben wir schon akzeptiert. Sizilianisch noch nicht, aber gut, jetzt hier die eine kalabrische Provinz ist auch relativ egal. Ja, wir können auch was konvertieren für 9 Dukaten im Monat, sicherlich nicht. Ich lasse das konvertieren erstmal. Erstmal sparen, dass wir unser Geld wieder halbwegs zusammenkriegen hierfür. Die Kredite, denn da haben wir noch den einen oder anderen. Laufende Ideengruppe, denen wir gleich eine sehr hohe Kriegsmüdigkeit, die wir erstmal abbauen müssen. Daraus resultieren auch sehr viele Unruhen und illoyale Stände. Warum haben wir denn so hohe Unruhe in Zypern? Müssten die Griechen nicht glücklich sein? Gut, die sunnitischen Griechen allerdings nicht. Doch, die werden froh, jetzt in der griechisch-hathenischen Republik wohnen zu dürfen. Es braucht eine weitere Ideengruppe. So, da wir bei den Einflussideen noch gar nicht fertig sind, wird es wohl entweder administrativ oder nochmal militärisch werden. Ich tendiere tatsächlich zu noch einer militärischen. Ah, da sehe ich am meisten Potenzial für uns. Alternativ wäre sicherlich administrativ, weil es am Anfang natürlich attraktiv ist. An sich nicht so geil. Nicht so geil. Religiös wahrscheinlich noch am Ende. Um hier wirklich mal ordentlich durchzumissionieren. Alternativ nimmt man humanistisch und dann hat man natürlich auch quasi relativ einfach hier die innere Ruhe hergestellt. Aber ich tendiere jetzt echt mal zu militärischen Ideen. Wir haben bisher offensiv und defensiv geredet. Jetzt gibt es für mich eigentlich nur noch Qualität oder Quantität obendrauf. Quantität würde uns zu, ja, zu einem Massenheer verhelfen. Reserve, Regeneration ist sehr attraktiv, gerade am Anfang hier. Unterhalt wird auch reduziert und nach hinten raus vor allen Dingen. Da Einheiten mit nochmal plus 50%. Und ich glaube fast, das brauchen wir gegen diese Osmanen. Normalerweise würde ich zur Qualität tendieren. Auch wenn es hier nochmal 5 Disziplinen gibt. Und Kampfstärke Artillerie. Ah, es ist schwierig. Und beides sehr verlockend. Das ist eine ganz schwere Wahl. Qualität oder Quantität? Eigentlich ist beides geil. Wir werden vielleicht sogar im Laufe des Spiels dann noch auf 4 Ideengruppen gehen, aber die nächste wird uns auf jeden Fall natürlich am meisten dann noch begleiten. Und ich glaube, ich muss erstmal auf Masse. Erstmal auf Qualität und ballern direkt mal die Rekrutenreserve um plus 50% hoch. Holla, sehr gut. Und dann eigentlich auch die Jungen können dienen, Regeneration auch nochmal erhöhen, bis wir hier den Manpower Pool auch voll kriegen. Technologisch sind wir ein bisschen weiter vorne dabei, deshalb macht das durchaus Sinn, da jetzt erstmal zu investieren. So. September 49 wird Venedig ein integraler Bestandteil sein, unserer stolzen Nation. Bis da noch ein bisschen Geduld. So, wir machen plus 18. Weil ich die Armee gerade nicht bezahle. Die Flotte können wir auch erstmal stilllegen, soweit. Ja, jetzt brauchen wir 2, 3 Jahre auf jeden Fall der Ruhe. Oh, Tempo noch ein bisschen hochgehen. 2 Jahre, in denen wir die Schatzkammer füllen, in der wir, ja, die jungen Männer heranwachsen lassen, auf dass sie dann in unserer Armee dienen können. Wo wir ein bisschen Netzwerke aufbauen. Venedig integrieren, nein, Sizilien wird keine Mark werden. Ich will irgendwann mal eine Mark, ja, aber nicht Sizilien durch. 0,5 pro Monat. Das kann eine Weile dauern. Bauen werde ich natürlich auch nichts. Großbritannien erklärt Kastilien den Krieg. Produktionsforschungsfehler. Kommandant Cosimo. Wer ist das? Ah, ja, den brauche ich eh nicht mehr.
möge er sterben. Gegen Großbritannien und die Kolonien. Ein waschechter Kolonialkrieg wird er doch wirklich überall auf der Welt ausgefochten. Interessant. Dass dieses Kastilien aber auch wirklich keine Bündnispartner will. Genauso wie dieses Großbritannien, ja. Das ist mir ein Rätsel. 22,3. Wo halt eigentlich noch viel mehr gehen müsste, ist im Handel, ne? Ich finde das erstaunlich, beziehungsweise erschreckend wenig, was wir da haben. Vielleicht gleich mal ein paar Handelsschiffen. Gut, es wird deutlich mehr gleich, wenn auch Venedig integriert ist. Wäre es eine Idee zu sagen, wir pushen hier ein bisschen durch. Ja, ich möchte wenigstens erstmal hier, ne? Republikanische Tradition, Stabilität ist natürlich was Feines, aber wenigstens erstmal auf über 70 oder so kommen. Aragon, nicht länger eine Großmacht, okay. Wäre es eine Option hier, den Diplomaten zu nehmen? Kostet halt eine Menge. Erhöhte Nachfrage nach Kristall. Produktionsgüterhandelswert erhöht, oder? Wir zocken hier ein bisschen. 25% Chance, dass jener Rohproduktions verliert, aber deutlicher Boost nochmal. Ach, wenn du mal safe hier. Ich würde schon. Wir machen das mal. Ich will Venedig nämlich so schnell als möglich integriert kriegen. Das müsste jetzt eigentlich. Januar 49? Ein bisschen erschleunigt ist es, ne? Ich dachte, das würde doch schneller gehen. Das sind jetzt halt noch knappe 4 Jahre dann. Und ich kann die Macht eh aber gebrauchen. Ich bin hier nämlich relativ hinterher. Ich würde auch gerne mal die Ideengruppe durchkriegen. Wo noch Reisezeit Gesandte, na gut. Riesenquatsch. Aber hier Vasallenbonus Einheiten, damit ist natürlich auch attraktiv. So verbringen wir unsere Jahre erstmal im Frieden. Das geht ja sensationell langsam voran, ey. Aber wie gesagt, ich glaube, ich kann Malta ohnehin nicht einfach so annektieren. Weil ich glaube, was wir machen müssen, ist, dass wir tatsächlich Palermo nehmen. Es nicht direkt an Sizilien geben, sollten wir mit Aragon in den Krieg kommen, dann können wir hier mal einen Anspruch aufbauen. Und darüber kommen wir dann an Malta ran. Muss man jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen, aber kann auch perspektivisch dann irgendwann mal, wenn wir es. Wenn wir Sizilien auch annektiert haben. Ich träume ja, wie gesagt, entweder von einem Savoyen oder wirklich einem Mailand als Vasallen. Aber bis dahin ist natürlich noch ein weiter Weg. Köln und Johanniterorden, naja. Aber Mailand hat nach wie vor keine als so großen Verbündeten. Bleibt bei seinen relativ schwachen. Aragon ist quasi unangreifbar durch Frankreich. Ungarn ist realistischer, ne? Von 2 bis 3 Fronten wahrscheinlich aufmarschiert. Und wir beobachten mal, wie sich Polen-Litauen hier schlägt. Nicht ganz so gut, aber die Moral. Die haben ja gar keine. Was haben wir aktuell? Achso, gut, wir haben gerade keine Einheiten. Ich bin noch unsicher, ob es so klug war, gerade mit meiner Schatzkammer hier, die jetzt so zu strecken. Aber ich will die Integration von Venedig möglichst schnell durchkriegen, einfach weil ich dann hier auch die Handelsmacht bekomme. Deswegen 13 republikanische Traditionen, ne, die gebe ich noch nicht aus. Begrüßen wir Doria, unseren neuen Konsul. Das finde ich halt das Schöne an der republikanischen Mechanik, dass man halt relativ flexibel reagieren kann. Ne? Dass man, je nachdem, was man gerade braucht an Macht, das ist wie so ein Fokus quasi für 4 Jahre. Aber sind wir ehrlich, 6 natürlich nicht sehr viel ist. So, Aragon erklärte Portugal den Krieg. Auch das ein größerer Kolonialkrieg, in den Frankreich direkt eingreift. Das ist böse für Portugal. Gucken, ob Frankreich sich hier so reinfressen würde. Naja, würden sie. Dieses nervt mich jetzt zu Tode. Und was macht Kastilien? Kastilien hat hier nicht wirklich Interesse. Doch, wow. Kastilien, entschuldigt. Großbritannien gegen Kastilien. Hallo, die Waldfee. Ist das ein Staat, den man gründen will auf Zypern? Lohnt er sich? Andererseits, wir haben so wenige Staaten bisher. Wir haben so viel Spielraum. Wir sitzen aus einer Rebellenfront. Das meiste kriegen wir in den Griff, einfach indem wir jetzt, glaube ich, warten, dass die Kriegsmüdigkeit abnimmt.
Aber es ist schon heftig, dass wir immer noch die Auswirkungen dieses Krieges mit so stark auch merken, ne? Aber wirtschaftlich kommen wir immer weiter voran. Das sieht richtig gut aus für uns. Könnte fast einfach mal einen Krieg vom Zaun brechen, nur um seine Staatsfinanzen ein bisschen aufzupeppen. Sehr gespannt, was Polen jetzt hier mit den Grenzen veranstaltet. Ich hoffe, dass sie das hier mal ein bisschen korrigieren. Das dänische Baltikum. Das kann man sich echt nicht mehr mit angucken. Auf 2. Das ist doch ein Witz hier. Das kann doch nicht so lange dauern. Dämlichen Anspruch da mal aufzubauen. Warte mal, da stand gerade. Warum das so lange dauert, oder? Müssen wir warten, dass er zurückkommt. Jesus. Minus 66% der ersten Zahlen. Es ist eh Quatsch, ich kann keinen Anspruch aufbauen. Aber ich kann natürlich gucken, ob ich meine Ansprüche hier noch habe. Jawohl, da läuft noch ein bisschen. 15 auf 4 Jahre. In Aragon habe ich einen über Sizilien. Auf Mailand habe ich noch einen. Der läuft aus, okay. Da bauen wir mal einen neuen Anspruch auf. Ich muss aber auch eigentlich meine Verbündeten ein bisschen bei Laune halten, jetzt gerade früher keine Staatsinnen mehr habe. Jetzt merke ich richtig, dass ein so ein Diplomat ist nicht viel, ne? Oh, Portugal wird überrannt, Kastilien wird überrannt. Spannend. Mailand rüstet sich nochmal richtig hoch. Aber kein Thema. Alles kein Thema. Hier hatten wir ja alles mitgenommen, was ging, ne? 62. Ah ja, die administrative Hilfe habe ich noch nicht angefordert gehabt. Aktuell auf 30 runter. Ich kann genau auf 40 gehen und dann den Minister, ne? Ja. Zack. Zack. Und nochmal zack, 75 und dann haben wir 150. Besten Dank. Und einen guten General. Ne, das ist immer Horrendi, ist mein Hauptgeneral. Ist ja auch 3 von 3, passt, ist in Ordnung. Ich tendiere sogar dazu, hier zu sagen: Okay, die Jungen können dienen, plus 20% Regeneration, dass wir wirklich die immer voll kriegen. Und danach gehen wir jetzt auf die Tech natürlich. Ist so ein bisschen so eine Zwischenfolge vom Gefühl, weil wir ein bisschen, ne? Ja, Anspruch auf Linz, warum nicht? Weil wir erstmal hier, ja, die Schäden so ein bisschen begleichen müssen, bereinigen müssen. Wir haben da überall Ansprüche. Durch Venedig, das ist attraktiv. Aber nur Ansprüche. Nicht hier, sondern quasi Kern. Bis wann? 78. 1778. Hier ist schon kritischer, ne? 1695 verlieren wir den Anspruch auf Athen. Dann wird Athen nicht mehr gleichgesetzt sein mit Kernprovinz unserer Nation. Das ist ein bisschen bitter. Ui. Oh boy. Da muss kurz mal meine Armee eingreifen. Die armen Sizilianer sind sonst ein wenig überfordert damit. Ich hoffe, die Festung hält hier im Moment durch, dass meine Armee da einstreiten kann. Auch mit der Moral. Fehlten sowieso noch ein paar Mannen. Ja, nächsten Monat, ne? Ja. Das wird ein Spaziergang. 6,9 Moral, 108 auf Disziplin in Ordnung. Die Staatsfinanzen, ne, die drücken halt. Das ist wirklich teilweise ja auch noch die Folge vom Krieg gegen die Mamelucken, wo ich wirklich zu, ja, optimistisch war, würde ich sagen. Ja, vor allem natürlich der Krieg gegen Aragorn, aber der zahlt sich durchaus ausgezeichnet. Ich glaube, das Investment war es wert, da wirklich auch reinzugehen. Durchzuziehen, in Anspruch auf. Brauche mehr. Ich habe irgendwo noch einen. Oh, da habe ich noch einen aktiven. Okay.
stück mir meinen Admiral. Das wird nichts mehr, Leute, ne? Ne. Nächstes Zeitalter wird dann hoffentlich ein goldenes für uns. Ich will auf jeden Fall die Annexion von Venedig durchkriegen. In dieser Episode und in der nächsten dann wahrscheinlich. Ach du Scheiße. In der nächsten dann einen Krieg anfangen. Warum zur Hölle sind das 44.000? Okay. Ich wusste, dass es kommen würde, aber dass es so viele sind. 29.000 aus Ferrara. Ach du Scheiße. Oha. Oh Gott. Das gefällt mir überhaupt nicht, Leute. 20.000 in Treviso. Okay, ich muss hier mal ein bisschen gegenarbeiten. Da habe ich, ein bisschen gepennt, da bin ich ganz ehrlich. Zypern kriegt auch Autonomie. Ist nämlich so weit weg, da möchte ich mich nicht mit beschäftigen müssen. Aber um die Zeit hier ein bisschen zu verkürzen, dass die Kriegsmöglichkeit weggeht. Die österreichischen, wie viele sind das? 14.000 ist in Ordnung. Moderna ist kein Terrain, aber ist auch keine Festung, ne? Will ich. Ne. Dann sollen sie erstmal irgendwo anders hinkommen. Ich erwarte sie in Ferrara. Das ist brutal hier. Da muss ich fast warten, bis ich die venezianischen Truppen auf meiner Seite habe. So viel zum Thema. Wir rüsten uns jetzt mal in Ruhe auf und erholen uns. Ich habe die Rebellen unterschätzt, gerade diese hier. Und ja, ich habe gesehen, Österreich alliiert sich gerade hier mit Mailand. Das ist nicht gut. Das ist ungut. Also wir sind aktuell überhaupt nicht kriegsbereit. Hochverschuldet. Kaum Manpower und massenhaft Rebellen im Land. So, den schicke ich jetzt mal los. Ein bisschen. Ach, jetzt geht doch nicht da auch noch hin, Leute. Meinen sie wollen Ferrara, ne? Dann sollen sie sich hoffen, dass sie dann moderner zurückkommen oder sonst wohin. Gucken, dass die Beziehungen überall oben sind. Ja, gerade hier. Und zwar unseren wichtigsten Verbündeten. Ja, wir sind halt unterschiedlich an sich, kein Problem. Dauert lange der Krieg hin, ne? Den sie da führen. Zu lange für meinen Geschmack. Ich greife sie nicht im Hügling-Terrain an, da müssen sie schon kommen. Ausländisches Talent kostet uns ein Vermögen für 5 Professionalität. Vermögen, das ich aktuell nicht habe. Jetzt bedroht man Rom. Was fordern die genau? Ausweitung ihrer Privilegien. Was bedeutet das? Ein bisschen Autonomie in Ancona und Neapel und 20 Prestige. Das ist eigentlich ziemlich miese wenig. Ehrlich gesagt, was sie da fordern. Ich meine, man möchte ihm aus Prinzip nicht nachkommen, aber Stand jetzt kann ich mich nicht wirklich dagegen stemmen. Die nerven mich halt zu Tode. Wow, Kosten Kavallerie reduziert. Ganz stark, Leute. Na komm, bringen wir es tatsächlich. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass meine Truppe hier stark genug ist. Wo ich 3000 Mann weniger habe. Ja. Diese Rebellen haben keine Moral. Sehr gut. Ja, aber es kostet mich halt, ne? Es kostet mich Manpower. Die ich nicht wirklich besitze. Ich habe auch nicht das Geld, eigentlich jedes Mal jetzt hier nochmal zu verstärken. Ist dann halt so. Aber wir erleben auch gleich auf jeden Fall noch die Integration von Venedig. Dann ziehe ich auch den Berater her, dann geht auch die. Geht's auch da wieder ein bisschen besser voran. Gegen die kann ich mich auch noch werfen, das ist kein Problem, aber. Die sind ein Problem.
Ja, da habe ich auch nach wie vor nicht wirklich einen Plan, wie ich mit denen umgehen soll. Götz ist ungutes Land, glaube ich, um anzugreifen. Naja, es geht. Es geht. Schön, dass Venedig hier noch fleißig dabei ist, Schiffe zu bauen. Das freut mich. 99%! Müssen das gleich haben. 100! Und Venedig. Jetzt werdet ihr wahre Athener. Gucken wir auf die Handelseinkünfte. 8,22. Gucken, was das mit unserem Gewinnen hier macht. Ich meine, unser Haupthandelshafen ist halt jetzt eigentlich Genua. Da wollte ich mich ja auch orientieren, aber es hat bisher nicht so ganz geklappt. Wenn man ehrlich ist. Integration ist natürlich ein langwieriger Prozess, deshalb leidet unsere Reputation. Wir müssen Darlehen erstmal verlängern. Ein bisschen Prestige. So, und können gleich die Venezianer hier mal hinzufügen. Ich würde sagen, ich versammle mal alles, was ich jetzt an Flotte habe. In einem Hafen. Erstmal zu gucken, was ich da überhaupt habe. Gott, diese ganzen Darlehensgeschichten tun weh. So, das gibt uns eine Flotte von 67 Schiffen. Ist das im Rahmen? Nicht ganz, ne? Kostet mich auch ein bisschen zu viel. Ich würde sagen, zwei Schiffe kommen weg, nämlich einfach zwei von den Transportschiffen. Ich habe immer versucht, sie zu verkaufen. Ist mir nie gelungen. Insofern bleibt es dann dabei. Die Fregatten können ruhig den Handel hier mal schützen in Venedig. Ich glaube, das macht schon Sinn. Oder den von Genua. Ja, machen wir das in Genua. Im Kriegsfall aber bitte in den Hafen einlaufen. Und den Rest meiner Armada fasse ich hier mal zusammen. 45 Galeeren und 15 Transportschiffe. Das kann sich schon sehen lassen. Das ist natürlich nichts gegen die Macht der Osmanen. Aber nach Galeeren sind wir hier echt vorne mit dabei. Gegen Aragons Großschiffe allerdings immer noch schwierig, glaube ich. So, und unsere Armee gucken wir uns jetzt auch gleich an. Ah ja, und jetzt haben wir mit Trient natürlich auch eine weitere Festung hier genommen. Die eigentlich attraktiver gelegen ist, weil sie hier oben in den Bergen liegt, ne? Andererseits ist in Treviso eine Bastion. Und sie blockiert natürlich auch den Weg Richtung Venedig. Ich würde dann eher darauf bauen, dass sollten wir nochmal Krieg führen gegen Österreich, ich dann Tirol nehme und da dann die Festung habe. Deswegen braucht es die meiner Meinung nach nicht. Und das sieht auf der Karte doch auch schon viel, viel besser aus, Leute. Natürlich machen wir Tirol zum Staat. Ja, machen wir auch. Alles wird Staatsgebiet, Leute. Dann ziehen wir hier die Armee einmal zusammen, gucken uns an, wie viele Truppen wir jetzt hier, unsere eigenen. Zack, plötzlich mal eben knapp 40.000 Mann. Können wir uns auch mal mit den Rebellen aufnehmen. Also fast unser. Na gut, wir haben 60.000 mittlerweile sogar. Geht sogar noch deutlich mehr. Aber die Integration von Venedig, ne, ihr seht, das hilft uns schon sehr. Jetzt haben wir auch wieder eine Beziehung frei. Wo wir demnächst mal gucken sollten. Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen aufrüste, dann werde ich noch attraktiver für die Briten. Könnte schon spannend sein dann. Und jetzt wirklich hier auch durchgängig Athenisch ist grau. Umso wichtiger wird jetzt immer der Krieg sein hier gegen Ungarn und diese Provinzen, dass wir dann wirklich auch im Prinzip die komplette Adria zu unserem kleinen Hausmeer erklären können. Jetzt möchte ich aber noch die Rebellion hier beenden. Rom retten. Das wird knapp. Oh, wir schaffen es vielleicht, ne? Eilt! Jawohl. Und auch da haben wir die Moral. Gar kein Thema. Gar kein Thema. So. So, neue 40.000 Mann starke Armee, allerdings jetzt deutlich geschwächt erstmal. Ich fasse dich auch erstmal zusammen hier. Wird nämlich die Kavallerie auch ein bisschen zusammengefasst. Und so viel wollte ich da nicht drin haben. 4.000 Mann reichen mir völlig. Hole ich mir noch Neapel zurück und dann ist sie im Prinzip. Da, das ist kein Problem.
Kriegsmüdigkeit ist jetzt, glaube ich, auch auf ein erträgliches. Na, geht noch. Muss noch ein bisschen sinken. Ist auf ein erträgliches Maß. Aber das 67 ist auch nicht die Wahnsinnsgeschichte hier. Den brauchen wir nicht mehr. Was sehr Attraktives irgendwo. Inflationsreduktion für kleines Geld. Nee. Das sieht doch ganz gut aus. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge durchaus mal gucken, ob wir noch irgendwo einen Verbündeten finden. Jemand, der unbedingt an unserer Seite stehen möchte. Und dann ein bisschen mehr Reserve. Und dann können wir uns wirklich in den nächsten großen Krieg auch wahr gegen Ungarn, gegen Mailand, gegen Aragon, gegen Österreich? Fragezeichen. Ich meine, die sind halt untereinander alle verbündet, von daher. Schauen wir mal. So, dann mache ich das. Dann komme ich auf 34.000. Das sind 20.000, sondern machen wir auch nochmal 20.000. Wirklich 40.000 Mann Stack jetzt habe. Ich möchte jetzt einmal so eine quasi für mich ideale Armee haben. 40.000er Stack. Und dann erstmal Reserve aufbauen. Den will ich jetzt auch noch sehen. Wir haben jetzt eine gute Armee. Wir haben eine wirklich starke Flotte. Handelseinkommen wollte ich drauf gucken. Ja, plus 17,11. Jawohl, das habe ich mir gedacht. Das geht jetzt durch die Decke hier. Da geht aber noch mehr, Leute. Da geht noch mehr. Ist halt nicht der Haupthandelshafen, aber wir schöpfen hier ab und wir transferieren auch von Ragusa. Und aus Alexandria. Wobei, aus Alexandria geht es nach Genua. Das heißt, das Handelseinkommen nochmal deutlich gesteigert jetzt. Das ist sehr schön, wenn wir die Zinslast noch senken. Ihr seht's. Ich habe eine fast 40.000 Mann starke Armee und gewinne plus 25 Dukaten dazu. Also unsere Wirtschaft geht es jetzt auch echt gut. Können wir uns auch demnächst mal vergleichen mit den anderen Mächten. Aber ihr seht, auch Mailand hat hier auch seine 40.000, 50.000 Mann. Also so viel ist es dann auch nicht. Man will auch gar nicht wissen, wie stark so andere Nationen um Herz herum sind. Um Gottes Willen. 259.000 Limit. 215.000 Mann unter Waffe und dann noch so eine riesen Reserve dazu. Litauen ist wirklich hier oft geht. Da geht nicht mehr viel, ne? Frankreich, Timurinreich, Großbritannien. Und wir mögen eine Großmacht sein. Eine militärische Großmacht sind wir ganz sicher nicht. Da muss man eine Weile scrollen, bevor man die athenische Armee sieht. Und auch vom Truppenlimit her sind wir nicht mal in den Top 10. Allerdings eine wirtschaftliche Macht jetzt geworden, was Entwicklung angeht. So, und wenn ich die Armee jetzt nicht bezahle, dann machen wir jetzt richtig Cash und können dann in der nächsten Folge auch die letzten Kredite, glaube ich, bedienen. Und damit beschließen wir diese Reise, die uns keinen Krieg gebracht hat, aber wir haben Venedig friedvoll, haben wir unser Terrain ausdehnen können, haben jetzt wieder eine Beziehung frei, sind mehr oder weniger bereit für einen Krieg, ein bisschen müsste man vielleicht noch warten. Aber von mir aus, Leute, kann es losgehen in der nächsten Folge, nächstes Kapitel.